Ich werde lesen von dem ersten Brief des Apostel Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 19. Und sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Dann noch Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. So, gelobt sei der Herrgott Israels und der, den er gesandt hat, Jesus Christus. Bevor ich das Video hier abspiele, möchte ich euch den Bericht vorlesen, den Titel, meine ich. Weiße Briten werden bald schon Minderheit sein in Birmingham, UK. Das ist so eine Stadt in England. Und jetzt spiele ich das Video für euch ab. So nennen die das halt. Ich kann nicht entscheiden, wie die den Titel auswählen. Monitor auf das Video. White British people will soon be outnumbered by Muslim migrants in the city of Birmingham. One America's Pearson Sharp explains how the reversal in population has also brought with it a wave of violent crime. This is Birmingham in the 1960s, a quaint little city in central England, full of farmland, churches, and a bustling city center that enjoyed a very low crime rate and picturesque, historic streets. Flash forward a few decades. These images aren't from Iran, Iraq, or Afghanistan. No, this is modern-day Birmingham. A new report shows native Britons are on their way to becoming a minority in their own homeland. The latest demographics from Birmingham reveals that nearly half of those in the UK's most multicultural city are migrants or foreign-born. Experts say that white Brits will soon be outnumbered as the city continues to swell with residents from Africa and the Middle East. There are people from roughly 200 countries living in Birmingham, and some 50,000 of them don't speak any English at all. Immigrants make up 60% of Birmingham's growth over the last decade, but have also brought with them a massive spike in crime. Over the last few years, Muslim migrants have created areas of Birmingham known as no-go zones, places where non-Muslims are not welcome. This racist message was spray-painted on a wall in an inner-city ghetto of Birmingham in August of 2017. Native Brits say that it's a sad truth these areas are here to stay, and claim that many migrants have no intention of integrating or becoming British. Government officials say that similar graffiti has appeared in other areas in recent years, condemning the hateful vandalism, but taking no action against it. A recent government survey found that white residents in Birmingham feared for their safety and said parts of the city were now off limits. In fact, the city has become the so-called capital of jihadism in England. 1 in 10 of the UK's convicted Islamic terrorists comes from Birmingham. The neighborhood of Sparkbrook is more than 70% Muslim and has become a byword for radical Islamism in England. Houses there have been turned into bomb-making factories and were used in the deadly attacks on London's subway system in 2005 that killed 52 people. Muslim extremists have concentrated into several enclaves throughout the city, producing 26 of England's 269 convicted terrorists. One journalist who visited the city, Ross Kemp, said Birmingham is so violent, he has to wear the same body armor he wore in Syria for protection. We want to end Islamic immigration, yeah? Stop building mosque madrasas, stop the funding coming in for Saudi Arabia, only for a limited time. When Islam has sorted itself out in this country and across Europe, when it's reformed to fit in with Western democracy and freedom, when that's happened, then start building mosques again. But you're just adding to a problem. Yet despite extensive evidence, Birmingham's government is turning a blind eye to the problem, instead calling the city a symbol of multiculturalism. Local leaders admit they're afraid of being called racist, and so they actively avoid getting involved in the city's growing jihadist movement.
However, other politicians warn the Liberal City Council won't go after the immigrants because most Muslims vote for the Liberal Party. Local Christians and churches have been crowded out as well, with one main street, Ladypool Road, now home to over 22 mosques. Also on the rise are cases of children being sexually exploited by gangs of Muslim men, usually from Pakistan. Local counselors and experts warn that parents are being kept in the dark about such dangers, with the Birmingham Council refusing to alert parents to the situation. One gang member is suspected of raping three schoolgirls, but was bailed out on each occasion. 14 other gang members were also arrested in November for sexually assaulting underage girls. And in case some claim this problem is just limited to Birmingham, London, which has also seen a surge in immigration from Africa and the Middle East, just reported a 20% spike in cases of rape. Acid attacks, once unheard of in England but common in India and the Middle East, are also on the rise, along with a 30% increase in murders. Our message to all of the shops here, all of the businesses, is to fear Allah, fear God, give up the sale of alcohol, join us to command good and forbid evil. Police say they're baffled by the sharp increase, despite a shocking 84% of child grooming and rape cases in the UK involving gangs of Muslim men. Experts predict native white Britons will be a minority in their own country by the year 2050. But far from a multicultural paradise, British cities like Birmingham and London show that this kind of unchecked immigration simply fuels conflict as migrants refuse to integrate and radical Islam takes hold. With politicians who protect the guilty simply for votes and police so afraid of being branded racist that they won't tackle the issue, the government is creating ghettos rife with crime and Islamic extremists. Birmingham is a bellwether for the West. Open door, mass migration policies are failing, but whether or not the British government takes action to end the problem remains to be seen. Pearson Sharp, One America News. Want to see more videos like this? Click on the link below and subscribe to One America News on YouTube and call your cable provider and kindly demand that One America News is added to your lineup. Call and subscribe today. So, in Wirklichkeit, was ich euch vorgelesen habe, war das Neue Testament. Und in Wirklichkeit ist das eigentlich eine Prophetie aus dem Neuen Testament und Alten Testament. Und das Ganze aus dem Neuen Testament, was das hier betrifft, diese islamische Invasion, habe ich noch gar nicht vorgelesen. Meint ihr nicht auch, dass es viel, viel Besseres gibt für das Leben eines Menschen als jahrzehntelang über ein Jahrzehnt gehasst, ausgegrenzt und gemieden zu werden für die Dinge, die man in der Bibel liest und glaubt und dann endlich, nach vielen Jahren eintreffen sieht, in großem Ausmaß, international, und dann liest, wie sich die Menschen drüber wundern oder beschweren. Ich beschwere mich kein einziges Mal, falls ihr das bemerkt habt, weder über Politiker oder Entscheidungen oder Masseneinwanderungen. Ich beschwere mich nicht, weil ich all diese Dinge schon seit vielen Jahren erwarte. Ordnung aus dem Chaos, kurz gesagt. Danach das Gericht des Herrn Jesus Christus und die Gerechtigkeit, die er bringen wird. Meint ihr nicht, dass es bessere Dinge gibt, die man tun könnte? Aber dafür wurde ich geboren. Das ist einer der Dinge, die mein Job sind. Und ja. Wisst ihr, was das Geisteskrankeste ist an diesen Leuten hier? Dass die sich nicht einmal schämen für den Bullshit, den sie glauben oder lehren. Da merkt man dann, wenn die sich nicht einmal schämen für das, was die sagen, besteht gar fast gar keine Hoffnung mehr. Und hier sagt der Typ: Hier sagt der unglaublich kranke Irrlehre. Genau, das ist das richtige Wort. Fürchtet Gott und gibt auf den Verkauf von Alkohol. Das ist so geisteskrank. Im ersten
Brief, Timotheus Kapitel 4 steht, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Also ist auch der Genuss von Alkohol vollkommen in Ordnung. Und wie ihr bemerken könnt, möchte ich euch zeigen, unter anderem, also zum einen, dass ich hier in diesem Bericht über das Vereinigte Königreich eine Bestätigung für eines meiner vorangegangenen Videos erkennen konnte, dem Herrn Jesus Christus sei Dank, und zwar, dass wir uns in einem geistigen Endzeitdschungel befinden. Willkommen Endzeitdschungel, das Geheimnis. Und zwar, je näher wir uns dem Reich der Bestien nähern, umso mehr werden die Menschen zu Bestien und benehmen sich wie wilde Tiere. Aber man kann hier, glaube ich, schon dieses Malzeichen der Bestie oder den Namen der Bestie oder die Zahl seines Namens, so ein Vorläufer sozusagen, bei diesen Islamisten, Dschihadisten, Antichristen auf der Stirn erkennen. Moment. Wo ist das alles? Ich finde das nicht mehr. Hier hat einer eins auf der Stirn. Ich will jetzt nicht das ganze Video abspielen. Vielleicht mache ich das größer. Seht ihr, hier hat einer so ein Malzeichen auf der Stirn. Manchmal haben sie es auch an der Hand. Also der Islam ist genau das Gegenteil des Christentums. Und wenn man lebenslang nur gehasst wird für die christlichen Werte und Überzeugungen und Wahrheiten, die ich vermittle in meinem Leben, von aller Art von Menschen gemieden, dann verzückt es und erfreut es mich in großartiger Art und Weise, wie ich es nicht vergleichen kann, wenn ich die Bibel, Gottes Wort lese und dann tatsächlich als Resultate in Form von Berichten und Nachrichten endlich in Erfüllung kommen sehe. Okay. Und mit dem wie heißt es noch? Mikron. Egal. Mit der bisschen Kraft und Fähigkeiten, die der Jesus Christus für mich übrig gelassen hat, versuche ich euch zu zeigen, wohin alles steuert und wer der wahre Gott ist und wie wir gerettet werden können. Zum Beispiel, ich muss dazu etwas rauskramen. Schauen wir uns derweil noch mal das hier an. Schaut mal, was die hier machen in dem Video, wie die sich so auf die Brust schlagen. Und normalerweise, wenn ich das aus der Bibel richtig verstehe, als ein Brauch vom Mittleren Osten, macht man das, indem man sich selber als schuldiger Sündner einsieht oder erkennt. Oder wenn jemand zum Beispiel ganz wertvolles gestorben ist, vielleicht ein Prophet oder eine wichtige Person, die gut war, die von allen Menschen geschätzt war. Und dieses Verstorben, man trauert um ihren Abgang, um dass sie nicht mehr da ist, dann schlägt man sich vielleicht an die Brust. Aber wozu machen die das? Vielleicht um sich vorzubereiten, sich abzuhärten auf
größere Invasion oder vorzubereiten auf den Kampf, auf die Hand, die sich gegen alle überhebt. Die Hand, die gegen jedermann ist und jedermanns Hand gegen ihn vielleicht. Schaut euch das mal an. Be a minority in their own country by the year 2050. But far from a multicultural paradise, British cities like Birmingham and London show that this. Also, wenn das nicht absolut wild und wildes Verhalten ist, wie von einem Stamm im Dschungel oder wie von Tieren, na, weiß ich auch nicht. Wenn man sich ausgezogen mit anderen die Brust klopft, mitten auf der Straße, obwohl niemand irgendwie eine Trauer oder so ablässt, sondern einfach so, um 2050. But far from a multicultural paradise, British cities like Birmingham and London show that this kind of unchecked immigration simply fuels conflict, as migrants refuse to enter. Wie bereits gesagt, es ist eine Prophetie aus dem Alten sowie Neuen Testament. Und kommen wir zu dem, was ich rauskramen wollte. Zu einem meiner vorangegangenen Videos. Okay, diese Leute benehmen sich wie die wilden Tiere im Dschungel. Und was machen die Gorillas im Dschungel? Was machen die Gorillas im Dschungel? Das ist die Bestätigung. Also, ich möchte euch zwei Erklärungen anbieten. Warum tun die ihre Brust schlagen wie die Gorillas im Dschungel? Like Birmingham and London show that this kind of unchecked immigration simply. Schaut euch mal die Gorillas hier an. Gorillas im Dschungel schlagen ihre Brust. Zum Beispiel hier. Warum schlagen die ihre Brust? Ist es, weil, wie RT UK sagt, weil sie in Birmingham das größte Eidfest feiern. Was meint ihr? Schlagen die ihre Brust, weil die das größte Eidfest feiern? Das ist das, was euch erzählt wird. Ich erzähle euch was anderes. Ist es das, was euch erzählt wird? Glaubt ihr das? Dass die ihre Brust schlagen und sich so benehmen wie Gorillas im Dschungel, weil sie das Eidfest feiern. Ich habe nichts gegen Sport. Ich will nur verstehen, warum. Warum? Warum? Warum muss ich solche Dinge mit der Bibel verknüpfen und hoffen, dass mir der Jesus Christus noch eine Bestätigung dafür gibt? Eigentlich werden die in der Bibel mit wilden Eseln verglichen. Okay, jetzt wisst ihr es. Aber warum machen die das, wenn es nicht das Eidfest ist, was euch erzählt wird? Hier. Was könnte es dann sein? Nun, im Dschungel, so wie ich es gelesen habe, macht der Gorilla das, um Dominanz zu zeigen. Also anstatt versuchen zu lernen, oder besser gesagt, die kommunikative Sprachbarrieren beiseite gelassen, und nachdem wir verstanden haben, dass die Leute auch Gorilla sprechen, also, diese Leute sprechen nicht nur Arabisch, sie sprechen auch anscheinend Gorilla. Und wir versuchen jetzt Gorilla zu verstehen. Der Brustschlag. Ich lese jetzt vor. Von bbc.com, worüber Gorillas sprechen. Die machen auch so Dokus.
Den ihr Nachrichtensender ist zwar von Freimaurern und Satanisten gesteuert, aber die machen auch Dokumentationen über die Natur. Und neben den Lügen der Evolutionstheorie haben die auch ein bisschen Wahrheit dabei. Zum Beispiel über die Gestiken der Gorillas. Darüber möchte ich jetzt versuchen vorzulesen. Ich tue sozusagen gerade Kirschen picken, wie ein Gorilla. Und die faulen Kirschen biete ich euch nicht an, sondern die süßen, leckeren Kirschen. Also der Gorillas berühmtester Gestik oder Ausdruck ist der Brustschlag. Stehend auf zwei Füßen, schlagend der Brust, alternativ mit ihren offenen Händen. Und dann steht hier, Komma, bevorzugt der geschlossenen Fäuste. Also die schlagen ihre Brust bevorzugt mit offenen Händen. Also wenn das nicht eins zu eins übereinstimmt. Also da steht über die Gorillas im Dschungel, die schlagen ihre Brust, und das ist ihr berühmtester Gestik, Ausdruck. Bevorzugt mit offener Handfläche anstatt mit geschlossener Faust. Unglaublich. Wie es porträtiert oder abgebildet, wiedergegeben und dargestellt wurde in Filmen. Dann steht hier Zitat von einem Dr. Redmond, kenne ich nicht, für einen Silberrücken, der für einen Silberrücken, dessen stilisierter Ausdruck dazu da ist, um anderen Gorillas zu zeigen, was für ein großer, feiner Kerl er ist, ist mit dem Anfangen zu hupen oder heulen, so johlen, auspfeifen, manchmal ein Blatt abbeißen. Und dann beschleunigen sich die, ja, der Pfeifton wird höher und der wird schneller, bis der Schleim sich zusammen, bis die sich zusammenbinden, also irgendwas im Blatt im Mund, und er steht auf. Wort. Habe ich kein deutsches Wort. Es gibt so viele Wörter, für die habe ich kein deutsches Wort. Und dann steht er auf. Ach so, vielleicht meint es auf zwei Füßen, so ein englisches Wort, was auf zwei Füßen bedeutet, zu sein scheint, zu bedeuten scheint, für das ich auf Deutsch kein anderes Wort habe. Er steht dann auf zwei Füßen, nachdem er das Blatt gekaut hat und gepfiffen hat, sodass sich der Ton erhöht. Unglaubliche Wissenschaft. Macht einen schnellen Brustschlag und dann beendigt er diesen Ausdruck, dieses Display, durch Schlagen des Bodens. Ah, dann schlägt er danach noch auf den Boden. Ah, genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Oder reißt noch einen Astzweig ab. Und die machen dann halt, weil es halt in der Stadt keine Zweige gibt, die sie abreißen, reißen die halt alles, was sich unter den Händen darbietet, ab. Oder wenn, wie zum Beispiel in Paris, Entschuldigung,
Oh, oder wenn da manchmal jemand sitzt, dann schlagen die auch auf denjenigen, der da sitzt, erklärt Dr. Redmond. Dieses Darstellen, dieser Schaukasten, diese Darstellungsweise dieser Gorillas, gerichtet auf andere männliche oder gerichtet gegenüber zu anderen männlichen sowie weiblichen Gorillas mit Abstufungen und Nuancen hängt davon ab, ob der Empfänger, der Rezipient, weit entfernt ist oder naheliegend ist. Also dieses Verhalten gerichtet zum Gegenüber, so wie männliche und weibliche Gorillas mit seinen Feinheiten, hängt davon ab, ob dieses Gegenüber Gorilla naheliegend oder weiter entfernt ist. Im Videoclip oben sind zwei weibliche Gorillas, welche beide säugen ihre Nachkommen und sich ihre Nachkommen hätscheln, während eine es als eine Einladung für die andere verwendet. Okay, das ist jetzt netteres Verhalten von den weiblichen Gorillas. Die verhalten sich ein bisschen nicht so aggressiv. Mr. Redmond gibt zu, es gibt viel zu lernen über Gorilla-Kommunikation. Studien von Gorilla, Stimmen oder Stimmgebungen wurden gezwungen, einen Rückplatz zu nehmen zur Untersuchung gewidmeter ihrer Konversation, aber mit ihrer Bevölkerung zeigen sie jetzt mehr Stabilität, sagt er. Die Zeit ist reif für mehr Arbeit zu getan zu werden, zu tun. Okay. Also die Gorillas benutzen das, um Dominanz zu zeigen, um sich bemerkbar zu machen, um zu zeigen, schaut mal, hier bin ich, welch ein feiner Kerl ich bin, ich bin da, ihr müsst erkennen, dass ich da bin und ich bleib da und ich dominiere dieses Territorium. Ich bin der Dominante, deswegen schlage ich mir an die Brust. Und je näher ihr seid, umso heftiger wird dieses Schlagen an die Brust und je weiter ihr weg seid, umso gelassener bin ich. Okay. Der Endzeitdschungel. Willkommen im Endzeitdschungel. Und wie gesagt, in der Bibel werden die mit wilden Eseln verglichen. Und wilde Esel sind auch unzähmbar. Man kann sie zwar einsperren, aber unzähmbar bleibt wild. Und je näher wir uns dem Reich der Bestien nähern, wie gesagt, jeder, der dieses Malzeichen an seiner Hand oder Stirn annimmt, der wird in den Feuersee geschmissen, verdammt werden. Und jeder, der die Bestie oder dem Abbild der Bestie Ehrerbietung darbringt, wird auch in den Feuersee geschmissen werden. Der brennt mit Feuer und mit Schwefel. Zweiter Petrus Kapitel 2, Verse 12. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur zum Fangen, Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden ihre Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Vers 13, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben, Vers 14,
Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen, locken die unbefestigten Seelen an sich, sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluches. Das trifft übrigens auch auf uns zu, wenn wir nicht gerettet sind, nicht nur auf die Welt des Mittleren Ostens, trifft auf die ganze Erde zu. Und was kann ich noch erwähnen? Ich könnte die Prophetien aus dem Alten Testament erwähnen. Was kann ich euch noch an Wahrheit darbieten? Wie gesagt, in Wirklichkeit ist diese islamische Invasion oder halt Flüchtlinge, die nicht Dschihad im Kopf haben oder im Sinn haben, die sich langsam aber sicher vermischen mit der westlichen Welt des ehemaligen Weströmischen Reichs. Das ist eine Bibelprophetie. Daniel Kapitel 2, Verse 40 bis 43. Obwohl, da habe ich jetzt Altes mit eingeschlossen. Okay, Verse 41 bis 42. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben. Gerade so, wie du das mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Also, wir haben auf meine bescheidene Art und Weise als Sünder und schwacher Mensch die Feststellung gemacht, dass sich ein guter Teil der Reiche, wie aus Ton, lehmigen Ton, welche sich hier einmischen in die Reiche des Eisens, wie Gorillas benehmen. Und die Aufgabe der Menschen hier ist es eigentlich, den Christen zu glauben, der Bibel zu glauben, Jesus Christus zu glauben, die Zeit der Gnade, die uns jetzt noch bleibt, zu nutzen, indem wir umkehren von Sünden, dass wir aufhören zu lügen, aufhören zu stehlen, aufhören zu begehren, unseres Nachbars, Gorilla, ich meine, Frau oder Kinder oder sein Haus oder sein Auto oder dass die Frau nicht des Nachbarn Gorilla, wie auch immer. Wir haben also die Feststellung gemacht, dass Gorillas, menschenähnliche Gorillas, und die Zeit wird kommen, wo die sich Filme schauen, gerne Kinofilme anschauen, wünschen würden, dass das so wie bei dem Planet oder Erde der Affen wäre. Aber wisst ihr, Gorillas, die nehmen keine Kalaschnikow in die Hand oder schneiden Leuten den Kopf ab. Nein, die wollen einfach nur Bananen und begnügen sich auf einem warmen Feld oder auf einer Palme oder auf einem Baum und begnügen sich mit Früchten und sind eigentlich sonst friedlich, bis auf halt, wenn sie Dominanz zeigen wollen. Aber hier, Malzeichen der Bestie, die nehmen auch kein Malzeichen der Bestie auf, kein Malzeichen des Biestes und des Reich des Biestes und des falschen Propheten und des Drachen, das nehmen die nicht an die Stirn in ihre Hand. Und diese Feststellung haben wir gemacht, dass diese das alles machen. Und dass sie auch teuflische Irrlehren lehren, dass zum Beispiel Alkohol verboten sein sollte. Das ist nicht Gott, das ist Satan. Okay? Und die Zeit, die jetzt noch da ist, davon erzähle ich euch, ist die letzte Stunde. Wie Johannes es in dem Neuen Testament für uns, die wir eigentlich Kinder Gottes sein sollten, indem wir an den Herrn Jesus Christus glauben, nutzen sollten, um umzukehren und nicht um Menschen lieben es gerne,
Kinofilme anzuschauen, die sie halt betäuben. Und nebenbei kommen die Antichristen ins Land und die Zeit, die sie halt vergeudet haben, Christen zu unterstützen, damit haben sie halt die Kinofilme unterstützt und das ist Nichtigkeit. Einfach nur Nichtigkeit, weiter nichts. Und wegen dieser Nichtigkeit, dass wir nicht an Jesus Christus glauben, ist die letzte Stunde und bald kommt das Gericht. Und wenn wir nicht umkehren, dann, wenn wir gestorben sind in der großen Trübsal, denn viele werden da sterben, Millionen von Abermillionen, die wandern dann erst einmal in den Hades. Das ist die Unterwelt, das ist ein Aufenthaltsort, ein Gefängnis, welches Gott gemacht hat, der Erschaffer der Welt, für die Seelen, die verstorben sind. Die müssen dort ihre 1000 Jahre fristen. Ich liebe es, wie mein Gott die Antichristen spottet. 1000 Jahre müssen die dort fristen, bis der Herr Jesus Christus das Gericht von Gehenna stattfinden lässt. Und in dem Gericht von Gehenna werden die Seelen, die verstorben sind und nicht umgekehrt sind und nicht an den Jesus Christus geglaubt haben, dass er für uns Sünder gestorben ist, für unsere Sünden gelitten hat, vor 2000 Jahren circa, in Israel, außerhalb der Stadt Jerusalems, auf der Schädelstätte Golgatha, auf dem Kreuz unsere Sünden dargebracht hat, an unserer Stelle für unsere Sünden, sodass wir nicht sterben müssen oder verdammt werden sollten, hat er sie dargebracht, ist für uns gestorben, hat gelitten und hat die Schuld vor Gott, die wir verursacht haben, bezahlt. Und jeder, der an ihn glaubt, dass er auch am dritten Tag auferstanden ist und sich Zeugen gezeigt hat, sie auch noch zusätzlich gelehrt hat und in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er am dritten Tag auferstanden wurde und nachdem er sie gelehrt hat, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er ist selber aufgefahren, er ist Gott allmächtig und er wird wiederkommen, um die Menschheit zu richten. Und darauf warten wir als Christen. Und jeder, der daran glaubt, kommt nicht in den Feuersee, welcher sich heute schon auf der Erdoberfläche ausgießt und er brennt mit Feuer und Schwefel. Der kommt nicht dorthin, sondern er lebt stattdessen weiter in die Ewigkeit. Mit Jesus Christus, mit Gott. Welcher Alkohol erlaubt. Und Satan verbietet Alkohol, welches eine Erfindung Gottes ist, welche die Menschen zu ihrem Genuss haben sollten. Und daran erkennen wir, dass Islam Satan ist. Und er möchte die Menschen so schnell wie möglich in den Hades, in die Unterwelt walten lassen. Für die Menschen im Islam, die noch sowas wie, schade, dass sich meine Brüder oder Schwestern oder Bekannten oder Landsleute so benehmen wie die, das finde ich schade, dafür fühle ich mich beschämt und ich wünschte, es wäre anders. Es kann so anders werden, aber nicht ohne Jesus Christus. Die einzige Möglichkeit, mit der wir etwas tun können, ist Jesus Christus. Und die wurde zu meiner Lebzeit, so wie ich, als Sünder von Herrn Jesus Christus gerettet wurde, konnte ich nicht erkennen, dass Jesus Christus in dieser Gesellschaft unterstützt wird, in dem Maße, in dem es unterstützt werden sollte, so damit diese ganzen Nationen, die von dieser islamischen Invasion betroffen sind, nicht in den Hades wandern würden müssen, sondern gerettet werden würden und leichter durch die große Trübsal kommen würden oder es gar nicht hinein gelangen in die große Trübsal. Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Die große Trübsal kommt. Es ist die letzte Stunde. Und die einzige Möglichkeit, in der Hoffnung bestehen würde für die islamische Welt, zum Beispiel wie in Syrien, wo sich Araber gegen Araber wie die Tiere im Dschungel gegenseitig vernichten, wie die Gorillas, die gegeneinander kämpfen im Dschungel. Die einzige Möglichkeit für die Araber, sich nicht gegenseitig abzuschlachten, ist durch Jesus Christus. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief,
Kapitel 2 wieder einmal, aber ein anderer Vers von 9 bis 11. Das ist vor dem Vers 12, welcher über die Kinder spricht. Oh nein, das ist ein zweites Mal erwähnt der Kinder. Okay, also Vers 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wenn diese Islamisten oder islamische Welt behauptet, dass sie gegenseitig Brüder sind, aber immer noch gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig vernichten, sind es keine Brüder, sondern sie sind Sklaven der erbärmlichen Finsternis Satans, mehr nicht. Die erbärmlichsten, verabscheuungswürdigsten, verblendetsten Kreaturen, die überhaupt auf der Erde existieren. Und Jesus Christus ist gekommen, damit wir aus dieser Finsternis gerettet werden in sein wunderbares Licht. Also, willkommen im Endzeitdschungel. Diese Feststellung, dass sich die Menschheit und die Menschen, welche sich von Jesus Christus abkehren, immer mehr wie die Tiere anfangen zu benehmen und zu werden, können wir aus der Bibel ganz klar und deutlich herauslesen. Und wenn wir uns nicht zu Jesus Christus kehren und zu der Gnade und Vergebung, die er uns anbietet und die Wahrheit, dann werden wir weiterbleiben wie die Tiere und wie zum Verderben und zur Vernichtung geboren werden, verdammt werden, nachdem wir in Hades die Gefängniszeit haben fristen müssen, in den Feuer- und Schwefelsee, weil wir halt die Erlösung von Jesus Christus nicht angenommen haben. Wenn wir aber stattdessen uns zu Jesus Christus kehren und sagen, ja, ich bin ein Sünder, Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung, ich glaube an dich, komm in mein Leben, ich will Frieden mit dir machen, ich möchte deine Gebote befolgen und umkehren von dem Weg der Finsternis ist in dein wunderbares Licht, komm in mein Leben, Herr Jesus, und rette mich. Und wenn wir dann täglich sein Wort lesen und bemerken, all die Dinge, die wir falsch machen, dann arbeitet er an uns, so wie er an mir arbeitet. Jeden Tag sündige ich und brauche immer Gottes Wort, um mich immer wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Denn es ist sehr leicht in dieser Welt der Finsternis auf einen falschen Weg gebracht zu werden. Und dieses Video soll auch eine Hilfe darstellen für Menschen, die den Islam zumindest kritisch oder nicht, als die von Gott gegebenen Darstellungen in der Bibel und Erklärungen eindeutig als eine Lüge Satans erkennen können, zu helfen, umzukehren zu Jesus Christus. Anhand der Bibel können wir erkennen, dass diese Lehre Islam eine Erfindung Satans ist, die dazu abzielt, die Menschen so schnell wie möglich gegenseitig zu vernichten und sie danach in den Hades wandern zu lassen. Und es sind auch dämonische Irrlehren und falsche Lehren von bösen Geistern. Und darin ist keine Wahrheit, überhaupt nicht. Die Wahrheit ist in der Bibel und die ist der Jesus Christus. Und wenn wir an ihn glauben und umkehren, dann leben wir weiter in die Ewigkeit. Wenn wir es nicht tun, dann verbleiben wir weiter wie die Tiere und werden dann im Gericht von Gehenna, auch wegen dem Malzeichen der Bestie, hier sehen wir es wieder, schuldig befunden werden und in den Feuersee geschmissen werden. Dort ist dann Schwefel, der brennt, und Feuer, das brennt. Und es wird mies dort sein, es wird das Ende im Gelände sein, man kommt dort nicht mehr wieder raus. Und es ist die letzte Stunde, wo wir noch frei umkehren können, wo wir noch nicht gezwungen sind, das Malzeichen der Bestie an der Hand oder der Stirn anzunehmen, um zu kaufen oder verkaufen. Das wird in der Bibel verdammt,
Gott wird es im Gericht verdammen und jeden, der dieses Mahlzeichen annimmt, der hat Jesus Christus nicht angenommen. Und jeder, der Jesus Christus annimmt, kann dieses Mahlzeichen der Bestie und der Betrug, den es darstellt, gar nicht annehmen, weil er ist vom Tier im Dschungel zu einem ganz neuen Wesen geworden, welches Gott geschaffen hat. Und Gottes Schöpfung muss sich unterscheiden von den Tieren im Dschungel, und diese Menschen tun das wirklich überhaupt nicht. Die sprechen praktisch wie Gorillas in ihrer Körpersprache, und man spricht auch in der Körpersprache, nicht nur in der Phonetik, nicht nur in den Lauten, die man vor sich gibt, sondern auch in der Körpersprache, welche stumm ist, in der spricht man auch, und die lassen die Körpersprache erklingen wie die Gorillas. Seht ihr? Man hört es in der ganzen Straße, wie die Gorillas. Okay. Also, wenn wir an Jesus Christus glauben und umkehren und seine Gebote halten, von unseren Sünden abkehren, von unseren Fehlern, die wir getan haben, und sie bereuen, dann werden wir von ihm verwandelt zu einer neuen Kreatur, welches nicht Tiere im Dschungel ist. Dann sind wir eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und jeder, der nicht zu einer neuen Schöpfung wird, der ist verdammt. Okay? Jeder, der nicht zu einer neuen Schöpfung wird durch Jesus Christus, der kommt nicht in den Himmel. Wir müssen zu einer neuen Schöpfung werden durch Jesus Christus, welcher dann durch uns hindurch, aus uns raus lebt. Und dann leben nicht mehr wir, sondern er lebt aus uns heraus. Und daran erkennen wir, dass der einzig wahre Gott ist der Herr Gott Israels und der, den er gesandt hat. Das ist der einzig wahre Gott. Und den zu erkennen und an ihn zu glauben, ist der einzige Weg in den Himmel. Und wie gesagt, bis jetzt sind schon viele gekommen, die nicht daran glauben und lieber weiter sind wie Tiere. Nun, diese werden dann in der großen Trübsal zum Verderben bestimmt sein, wenn der Jesus wiederkommt und sie besiegen wird. Und in Vers 28, wenn wir all diese Dinge verstanden haben und auch tun und hören und glauben und auf das hören, und in die Tat umsetzen, was in der Bibel, in Gottes Wort, geschrieben steht, dann legen wir praktisch unsere Ungerechtigkeit ab und ziehen stattdessen Jesus' Gerechtigkeit an, welche absolut innerlich übernatürlicher Akt Gottes ist, was eigentlich nicht vergleichbar ist mit irgendwas Sonstigem, was in der Welt gibt, was ihr je erfahren habt oder euch je gesagt oder erzählt wurde. Es ist vollkommen übernatürlich, wenn der Herr Jesus Christus eine Person rettet und zu einem neuen Menschen macht. Man wird neu geboren dadurch, durch Jesus Christus. Und ja, das sind dann die wahren Kinder Gottes und ihre Kennzeichen. Und die Kinder Satans sind die Antichristen und ihre Kennzeichen habe ich euch ja auch gelehrt. Zum Beispiel, dass sie sich benehmen wie wilde Tiere, ob es nun wilde Esel sind, unzähmbar oder wilde Gorillas, ist vollkommen egal. Sie benehmen sich wie wilde Tiere. Okay? Und das sind die Kennzeichen, mit denen ihr die wahren Kinder Gottes von den Kindern Satans unterscheiden könnt. Und aus dem, ja, nochmal, wie bereits gesagt, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ich persönlich freue mich sehr, wenn ich diese Dinge sehe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Deutsche sich so aufregen und auch Engländer sich so aufregen. Für mich gibt es nichts Großartigeres, als endlich diese Dinge zu sehen, weil das bedeutet, es ist die letzte Stunde und der Herr Jesus kommt. Also, um dieses Video abzuschließen, die Frage an dich: Weißt du immer noch nicht, wohin du gehst, weil die Finsternis deine Augen verblendet hat? Oder
Hast du bereits die Liebe des Herrn Jesus Christus und ihn selber, die Wahrheit, den Weg und das Leben, bereits in dein Leben aufgenommen? Und das wahre Licht scheint schon. Wenn wir den Herrn Jesus Christus aufnehmen in unser Leben, dann kommen wir auch in den Himmel und auch in sein Reich, das neue Jerusalem. Wenn wir ihn aber ablehnen, dann bleiben wir in der Finsternis und der Hades ist für uns bestimmt. Und mein Gott spottet die Allermächtigsten auf dieser Erde. Und 1000 Jahre ist das Minimum, das für die Menschen, die im Hades landen, bestimmt ist. Denk darüber nach. Du hast die Wahl. Licht oder Finsternis? Jesus Christus oder Sklave Satans? Ich hoffe, dieses Video hat euch geistig, körperlich, seelisch geholfen, uns vorzubereiten auf die letzte Stunde und auf das Kommen des Herrn Jesus Christus und auf die große Trübsal und auf das große Licht des Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt. In diesem Sinne, danke sei dem Herrn, gelobt sei der Jesus Christus und möge er bald kommen.